Da sind sie, druckfrische Leaks zum neuen Foldable von Google. Und Leute, das Pixel Fold wird echt spannend. Ich meine, typisch für Google gibt es mittlerweile einen Haufen an Infos zum Pixel Fold, aber auch zum Pixel Tablet, denn das soll auch bald kommen. Und ich muss sagen, Leute, da bin ich wirklich extrem gespannt, denn gerade die Docking Station könnte die Tablet-Welt schon so ein bisschen auf den Kopf stellen. Alle Gerüchte zum Pixel Fold, Pixel Tablet und dem ebenfalls in den Startlöchern stehenden Pixel 7a beziehen sich auf die Google I.O. Entwicklerkonferenz, die am 10. Mai stattfinden wird. Fangen wir aber mal ganz vorne an, und zwar mit dem Foldable, das Google auf seiner Entwicklerkonferenz zeigen könnte. Das Pixel Fold wird dabei wohl mit dem langlebigsten Scharnier kommen und soll auch bei der Wasserfestigkeit der Konkurrenz deutlich überlegen sein. Die Displays sollen mit 5,8 Zoll beim Außendisplay und ganzen 7,6 Zoll im Innendisplay recht ähnlich wie beim Galaxy Fold von Samsung aussehen. Beim Prozessor setzt Google wie auch bei den Pixel-Smartphones auf den Tensor G2. Die spannende Frage wird aber sein, wie es beim Preis aussieht, und wir hatten da große Hoffnungen, gerade weil die Pixel-Smartphones ja generell mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis daherkommen, und das hatten wir uns jetzt auch so ein bisschen beim Fold gewünscht. Allerdings sehen die ersten Gerüchte hier gar nicht gut aus, denn das Pixel Fold soll für etwa 1.800 Euro daherkommt, was schon ziemlich happig ist. Gerade wenn man sich überlegt, dass wir es hier mit der ersten Generation zu tun haben, denn ähnlich wie bei der Pixel Watch könnte das bedeuten, dass auch das Pixel Fold nicht hundertprozentig ausgereift ist, und daher muss man sich schon überlegen, ob man so viel Geld nicht beispielsweise lieber in ein Galaxy Fold steckt, mit dem Samsung schon deutlich mehr Erfahrungen sammeln konnte. Dafür könnte aber die Software auf dem Pixel Fold ziemlich interessant werden, weil wir hier einfach zum ersten Mal sehen können, was passiert, wenn Google sowohl die Hardware als auch die Software für ein Foldable selber entwickelt. Nichtsdestotrotz gefällt mir der doch recht dicke Displayrand auf den Renderbildern noch nicht so gut. Aber wie schon zu Beginn angeteasert, werden wir wohl bei der I.O. nicht nur mit einem neuen Fold rechnen können, sondern eben auch viel wahrscheinlicher sogar mit dem neuen Pixel 7a. Und laut Leak-Legende John Prosser wird es in Grau, Weiß und Blau verfügbar sein. Das Pixel 7a kommt ebenfalls mit dem Tensor G2, einer 12-Megapixel-Hauptkamera und 8 GB Arbeitsspeicher. Zum Start soll es aber leider etwas teurer werden als das Pixel 6a und in den USA $499 kosten. Allerdings hat ja auch bereits das Pixel 7, was ich aktuell nutze, gezeigt, dass in den Folgemonaten vom Launch immer mit Preisreduzierungen zu rechnen ist. Ich bin da also vor allem darauf gespannt, was Google bei der Kamera im Detail macht, ob wir genau das gleiche Kamera-Setup sehen werden wie beim Pixel 7, weil das wäre schon eine ziemliche Ansage. Bestätigt ist mittlerweile aber auch ein Pixel Tablet, denn dazu hat Google bereits selbst Material veröffentlicht. Und auch wenn der Tablet-Markt in den letzten Jahren weniger innovativ unterwegs war, hat Google dann doch eine ziemlich erfrischende Idee parat. Denn das Pixel Tablet kann gleichzeitig auch als Smart Display in eurer Wohnung genutzt werden und hält dafür eben magnetisch an einer Dockingstation. Und genau diese wurde kürzlich und natürlich auch versehentlich auf Amazon gelistet. $129 kostet die Station, selbstverständlich aber ohne Tablet. Das Dock kann euer Tablet aber nicht nur laden, sondern verfügt auch über eigene Lautsprecher. Ja, und damit ist es in Kombination mit dem Tablet eine Art Nest Hub bzw. Echo Show. Und gerade weil ich aktuell schon sehr gerne den Nest Hub benutze, bin ich auf diese Funktion extrem gespannt, denn ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich sehr praktisch ist, dieses Smart Display dann aus dem Dock rauszunehmen, auf dem Sofa als Tablet zu nutzen, wieder zurückzustellen und einfach diesen 2-in-1-Gedanken zu haben. Bei der Performance soll das Pixel Tablet aber dem Pixel 7 sehr ähnlich sein. Ich meine, wir haben den Tensor G2, 8 GB Arbeitsspeicher oder auch Android 13 ist vorinstalliert. Ein wichtiger Unterschied ist jedoch ein physikalischer Privacy-Schalter, der nicht nur die integrierte Kamera verdeckt, sondern auch gleichzeitig das Mikrofon abschaltet. Verfügbar soll das Pixel Fold und auch das Pixel Tablet dann wahrscheinlich im Juni sein. Ich denke aber mal, das Pixel 7a wird schon früher erhältlich sein. Generell merkt man aber gerade an der Gerüchtelage mit so vielen unterschiedlichen Google-Produkten, dass das Hardware-Thema für Google immer wichtiger wird. Ich bin dementsprechend sehr, sehr gespannt auf die Google I.O. und falls ihr ebenfalls gespannt seid, dann lasst uns unbedingt ein Abo da, denn am 10. Mai werden wir hier natürlich einen Livestream starten, wo wir euch gemeinsam mit in den Abend der Google I.O. reinnehmen und einfach mal gucken, was Google dort so treibt. Ich würde also sagen, bis dahin viel Spaß und ciao!